Don't surprise me, David Wather. Inspector's comments after learning to park, riding the rides and feeling the stunning moment. Be shut down. Okay, also es soll. Der Park soll geschlossen werden, bis Nathaniel Winter die Sicherheitsbestimmungen überarbeitet hat und alles safe gemacht hat. Genau, unsafe closed the park. Genau, er braucht nicht schließen, weil er so gute Beziehung zum Senator hat. The rides at the first place appear well. Also sie machen einen guten Eindruck. Aber da passt irgendwas generell nicht von der generellen Konstruktion der Fahrgeschäfte. Und sie würden gerne den Park schließen und komplett alles untersuchen, warum das so ist. Family of Three, also eine dreiköpfige Familie, wurde in der Achterbahn getötet. 14 voneinander unabhängige Vorfälle von Knochenbrüchen und angeknacksten Rippen im Octotron. 3 Selbstmorde hier von dem Riesenrad. 1 Kind wurde im Escalator verletzt. Jetzt weiß ich nicht genau, was der Escalator ist. Es müsste, Escalator ist doch die Rolltreppe, oder? Ich denke schon. Over a dozen children reported missing in the House of Horrors. Über ein Dutzend Kinder werden in dem House of Horrors vermisst. One report of drowning in the Tunnel of Tales. Genau, in dem Tunnel of Tales, wo die Geschichte vorhin abgespielt wurde, ist ein Kind auf jeden Fall ums Leben gekommen, weil es ertrunken ist. Gut, dann werden wir hier mal Speed decreasen und uns auch hier mal wieder an Bord dieses Fahrgeschäfts begeben. Und da bin ich wieder sehr gespannt, wer für uns hier dieses Fahrgeschäft aktivieren wird. Ich habe da schon so eine Vermutung. Hallo, na, Mr. Chipmunk? Achso, wieso geht denn immer das Menü auf? So, Herr Chipmunk, dann lassen Sie uns doch mal mitfahren. Da hier tierisch Bock drauf gerade. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der jetzt da drin stand. Ich vermute aber schon. Schön sieht es ja eigentlich aus, ne? Also die Dinger hier sind super gruselig. Auf jeden Fall. Von alt. Und super gruselig. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Ja, also der Don, ihr Mann, der Vater von Callum, hat anscheinend hier gearbeitet, auf diesem Riesenrad, und ist da bei einem Unfall ums Leben gekommen. Einer dieser vielen Unfälle, die sich hier in diesem Park geeignet haben. Und hat gerade erzählt, wie sie ihn kennengelernt hat. Und das ist ein perfekter Abend. Jupp. Das dachte ich mir schon. Und der hält uns aber an. Das ist eben dieser... Und weg ist er. Ich könnte nochmal damit fahren, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht, oder? Also...
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube fast nicht. Wir lassen das Fahrgeschäft wieder aus. Ich könnte es wahrscheinlich auch anmachen, aber ich lasse es aus. Ja, und, es gab eben diesen eine perfekte Nacht in ihrem Leben, in dem sie sich mit Callums Vater kennengelernt hat und ihn auch wahrscheinlich gezeugt hat oder halt in einer der Nächte danach. Und als Callum dann 3 Monate alt war, ist der Vater eben hier gestorben bei dem Unfall und von diesem Monstrum herabgestürzt. Krass, krass. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig. Ah, jetzt komme ich da gar nicht runter. Dann gehe ich beim Eingang raus. Ich weiß, soll man nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich so ein harter Bursche bin. So, und jetzt denke ich, gehen wir hier runter Richtung Achterbahn. Das wäre jetzt so die rein logische Konsequenz der Ereignisse. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah ja, guck mal, da vorne ist so ein Ding abgefallen, habe ich mich vorhin schon gewundert. Da fehlen nämlich einzelne. Vielleicht ist das, oder es fehlt nur eins. Und genau das ist das, in dem Don gesessen ist. Na, 2 fehlen, hier ist auch noch eins. Guck mal, das kann ich irgendwie rumwackeln, oder? Täuscht mich das? Hm. Es gibt dieses und das hier. Eins ist da oben abgefallen. Und bei dem Unfall, denke ich, ist es runtergefallen und da ist dann wahrscheinlich Don gestorben. Guck mal. Das ist aber süß. Ein Baby. Also eine Puppe. Hä? Warum immer das? Oha. Okay. Ist das mit Don passiert? Ist er da in diesem Ding abhanden gekommen? Wo rollt das jetzt hin? Und wo ist das andere hier hin? Da war doch noch gerade noch eins. Ach hier, ja, es ist hier bei uns gelandet. Die Pflanzen sind trotzdem immer noch drin. Ist auch geil. Okay. Ja, das war jetzt interessant, aber kann mir jetzt da nicht wirklich einen Reim drauf machen. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them and then you spend the rest of your life as their slave. Mm. Wiping asses, mopping up piss, feeding them little life sucking monsters who take and take and take until we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. Ja, also sie hat anscheinend extrem was gegen Kinder. I am honest. Callum really grinds my gears. Und Callum macht sie richtig fertig, sagt sie, psychisch. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Okay. Also sie nimmt da richtig, richtig derbe Worte in den Mund, um ihren Sohn zu beschreiben. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Also sie hat generell keine besonders positive Einstellung gegenüber Kindern. Und anscheinend, ich würde jetzt nicht sagen auch insbesondere gegenüber ihrem, aber schon eine sehr ausgeprägte negative Einstellung, die da vorhanden ist. Oder die zumindest in ihrem Unterbewusstsein vorhanden ist. Und ich denke, die Achterbahn ist hier unsere nächste Anlaufstation. Ah, sie wollte schon immer hier mitfahren, aber hat es bislang noch nie geschafft. Ja, eindrucksvolles Ding auf jeden Fall hier. Ich glaube, von Sicherheit kann ja nicht die Rede sein, aber uns jetzt auch egal. Ah, zufälligerweise existiert genau ein Wagen. Aber halt auch nur einer. Und sonst keiner auf der Achterbahn unterwegs. Was ist denn das für ein Geräusch? Gut, ich denke, das ist ganz leicht. Wir werden hier einfach damit fahren müssen. Kommt wohl nichts dran rum vorbei. Da ist er wieder. Na, du? What do you want?
We need to talk about Callum. Okay. What do you mean? What have you done to him? Ah, der hatte so einen Haken nur. Da hat er eine Hand und da hat er einen Haken. This place doesn't want the antithesis of what we stand for. Where is Callum? Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Und jetzt lässt er mich in Ruhe. Er ist weg und hinunter geht's. Okay. Oh. Krankenhaus. Oder so. Oh, ich konnte es nicht lesen. Aber es sieht nach Krankenhaus aus. Ich denke schon, auf jeden Fall. Definitiv not safe. Wow. Das ist Callum. Wir haben gerade Callum überfahren. Nice. Dieses Tor gerade mit dem Maul. Das existiert doch hier in der Achterbahn gar nicht, oder? Welche Seite steige ich aus? Kann ich es wählen? Ja, ich steige tatsächlich da aus. Seht ihr? Es existiert gar nicht dieses Gesicht, in das man reinfährt. Aber das ist auf jeden Fall der Eingang zu dem Haus. House of Horrors, da wo wir am Anfang schon waren, wo uns die Vögel entgegengekommen sind. It works. The calculations and adjustments work. The transport and storage mechanisms seem to be flawless. What wonderful day. These people knew what we're feeling. And the world prepared to leave the park at the end of the day. Feeling door. So what the children are more scared and excited. On the roller coaster. This could be the doorway to mortality. And such doorways open. Only those who have the will to find the key. Okay, ich weiß jetzt nicht direkt, um was es da ging. Aber er sagt, dass die Achterbahn ermöglicht ihm den Weg halt zur Unbesiegbarkeit. Und ich raff jetzt gerade nicht, ob geht's hier ums Geschäftliche oder... The Witch awaits. Okay, The Witch awaits. Also wir sollen wohl in dieses House of Horrors gehen. Da wo wir am Anfang waren. Mit diesem komischen Gesicht, deswegen hatten wir wahrscheinlich auch gerade nochmal eben dieses Gesicht hier. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. Okay. I think he wants to talk to me. Er möchte sie irgendwie sagen, was in ihm vorgeht. Er hat irgendwelche Angstzustände. They are watching him every minute of every day. Und sie hat das Gefühl, dass er kontrolliert wird. Changing him. They are taking my baby away from me. Und es ihr nicht gestattet ist. I can't save him. There will be pain. Was da los ist. But I love him, and in the end, he will understand why. Dass irgendwas mit ihm gar nicht in Ordnung ist. Mit dem Callum. Dass ihm irgendwas angetan wurde und irgendwas nicht stimmt mit ihm.